Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor, hier in Tulpenbach. Wir wollen endlich mal unsere Zugfahrt nach Bad Glimmerich fortführen. Natürlich war es dann nicht ganz so die erhoffte Erholungstour nach Bad Glimmerich mit dem Glimmerliner. Nein, wir mussten uns hier erstmal jetzt so eine Schlüssel beschaffen und müssen jetzt irgendwie die Zugbrücke wieder nach unten fahren, sodass wir weiter mit dem Zug fahren können. So, Liftschlüssel haben wir. Benutzen wir auch gleich mal. Und dann geht's nichts wie ab. Nach unten. Was sind das für Dinger? Bomber! Schau dir diese Viecher an! Was soll das bitteschön sein? Die haben bestimmt die Brücke geöffnet. Komm, wir verjagen sie und suchen den Schalter. Okay, ich will mit denen nicht kämpfen. Falls es aber doch so weit kommen sollte. Natürlich mal wieder Gumbrina auswählen. Haut ab! Okay, wir können sie anscheinend irgendwie weghauen, aber es sind eine ganze Menge. Ich würde fast schon sagen, zu viele, aber... Alter, das sind echt voll viele. Moment, jetzt hauen sie ab. Okay, ein paar Hammerschläge reichen aus. Und dann verpieseln sie sich. Ich hoffe, die bleiben auch weg. War ja schon beängstigend. Okay. Und da erscheint dann einfach mal ein geheimer Schalter, den wir prompto aktivieren. Und das hat zur Folge, dass dann vermutlich die Zugbrücke runterfährt. Holdrie, Freunde, wir haben es geschafft. Ja, wie nice ist das denn? Okay. Das wiederum heißt, dass wir weiter können, oder? Die Viecher ließen sich dann doch relativ erstaunlicherweise einfach vertreiben. Ich dachte schon beinahe, wir müssen kämpfen, aber ein Glück dann doch nicht. Insofern einfach mal wieder nach draußen latschen und dann weiterfahren mit unserem Glimmerliner. Ich denke mal, wir dürfen wieder einsteigen, oder? Wir haben zumindest alles gemeistert und eine Mail haben wir auch. Wo haben wir sie? Ach halt. Wichtige Items natürlich. So. Marono vergessen. Hey Bomber, ich bin's Marono, dein Kumpel aus der Arena. Bei dir alles klar? Na, ich schätze, du kämpfst auch jetzt gerade gegen diverse starke Gegner. Ich kämpfe immer noch in der zweiten Liga und ich denke, das wird auch so bleiben. Ist kein schlechtes Leben. War gut, dass du bei uns warst. Deine starken Kämpfe haben das alte Feuer in mir zum Lodern gebracht. Schätze, wir sehen uns bald mal wieder. Vielleicht im Ring? Doch pass auf, bis zu diesem Tag werde ich noch viel stärker werden. Als damals, sogar stärker als jetzt. Marono. Nice. Aber ich glaube, wir als Champion gegen einen Zweitligisten könnte schwierig werden. Der Zug fährt in Kürze ab. Okay, dann nichts wie einsteigen, würde ich mal sagen. Abfahrt! Freunde, das Abenteuer in Tulpenbach. Wir haben es erfolgreich gemeistert. Und können jetzt hoffentlich ohne weitere Zwischenfälle in Bad Glimmerich ankommen. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Wir möchten uns für die Verzögerung entschuldigen. Wir befinden uns nun auf dem Weg zu unserem Zielbahnhof Bad Glimmerich. Cool. Und wir dürfen einfach so schlafen gehen, oder nicht? Oder doch? Achso, wir dürfen für heute schlafen gehen. Machen wir das? Halt, nee, machen wir noch nicht. Wir wollen erstmal noch ein paar Sachen abgeben, die wir ja auch gefunden haben. In Abteil Nummer 2 war, glaube ich, die Dame, die ihre Ohrstecker vergessen hat. Oder verloren hat. Haben wir ja vom falschen Star-T wiederbekommen. Also geben wir ihr die mal. Der goldene Ring, der war's. Bitteschön. Oh ja, das ist der Ring, den ich verloren habe. Danke, mein kühner Kelt. Ich wusste, du würdest es finden.
Nimm diese Kleinigkeit als Dank. 30 Münzen, natürlich. Leb wohl. Die edle Dame kauft sich frei. Naja. Was Persönlicheres wäre ja auch nett gewesen, aber... egal. Vielleicht ein seltener Orden oder so. Gut. Die Dame hier. Hast du sie gefunden, meine Muschelohrstecker? Klar. Da sind sie ja. Mein Ohrstecker, danke. Ich möchte dir das hier zum Dank geben. Sternsplitter. Auch nicht schlecht. Es gab noch nie einen so netten Passagier wie dich. Natürlich nicht. Wir sind eben halt Held. Und dann ist es Passagier in einem. Also, 2 in 1 ist auch echt gut. Und jetzt können wir mal schlafen gehen, auf jeden Fall. Morgen kommen wir endlich nach Bad Glimmerich. Wir müssen das Sternenbild unbedingt vor diesen Typen bekommen. Es wäre also besser, jetzt zum Schlafen, zu schlafen, damit wir morgen fit sind. Machen wir das so? Ab ins Bett. Und dann morgen... ab nach Bad Glimmerich. Dritter Reisetag. Ein neuer Tag bricht an. Und wie ruhig und frisch dieser Morgen ist. Ja. Nichts Schlimmes hier. Alles gut. Keine neuen... keine Ahnung was. Was mir gerade auffällt, wo sind eigentlich alle... hä? Wo ist der Koch? Wo ist die, Köchin, beziehungsweise Bedienstete, wie auch immer? Der Toad-Händler liegt auch am Boden? Was ist hier los, Freunde? Da stimmt doch irgendwas ganz gewaltig nicht. Mal ganz schnell zu unserem Inspektor Ping gucken. Ob der was weiß. Der ist auch weg? Alter, was ist hier los? Selbst der Zugbegleiter ist weg. Die Tür klemmt. Das sind die Viecher, habt ihr die gerade gesehen? Das waren doch die Viecher von eben. Die abgehauen sind. Aber anscheinend haben sie sich jetzt im Zug verbarrikadiert. Na, das wäre es jetzt ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal schnell zum Zugführer. Und gucken mal, ob der... auch eine weitere Mail. Muss das jetzt sein? Anscheinend schon. Ahoi Mario, das Leben auf der Insel ist echt nicht übel. Sonnenaufgang, aufstehen, Sonnenuntergang in die Koje. Dieses simple Leben gefällt mir ziemlich gut. Manchmal kommt Corsario vorbei und faselt irgendwas. Wir leben wie die Wilden, das ist unzivilisiert und so ein Zeug. Aber abgesehen von diesen Störungen ist das Leben auf der Insel wunderbar. Und du immer noch auf der Suche nach dem großen Abenteuer? Passt irgendwie zu dir. Captain, also versohl die bösen Jungs kräftig und befreit deine Prinzessin, Big Omp. Alles klar. Unser Big Omp-Freund meldet sich. Wie so viele momentan. Doch wir müssen erstmal klären, wo all die Passagiere sind. Ist ja irgendwie schon merkwürdig. Auch keine Musik, kein gar nichts. Ich hoffe, dass der Zugführer wenigstens noch da ist. Ansonsten könnte es schwierig werden. Der ist noch da. Na, guten Morgen, Mario. Ist heute nicht ein besonders ruhiger Tag? Was? An den Scheiben klebt Dreck? Eine ganze Menge Dreck. Wow, was ist das denn? Das sind doch diese Wesen, die gestern in dem Bahnhofskeller waren. Die müssen sich wohl an den Zug gehängt haben. Was kann man da machen? Zuerst müssen wir prüfen, wie es den Fahrgästen geht. Ich halte hier die Stellung. Mario, kannst du nach den Fahrgästen sehen? Ja, würde ich ja gerne. Aber die sind nicht da. Alter, jetzt haben wir echt ein Problem. Wie können wir die ganze Meute an Viechern beseitigen? Sehen aus wie Fuzzis so ein bisschen. Nur halt noch ein bisschen komischer. Aber bei den Fuzzis, die sehen schon extrem komisch aus. Hm. Was mir immer so einfällt, ist auch der Geist weg? Haben sie den auch entführt? Anscheinend schon, der ist nicht mehr da. Das wär's ja. Oder aber ist er jetzt doch in den Himmel aufgefahren, weil ihn das hier zu bunt ist? Alle Scheiben sind bedeckt, Freunde. Das ist echt nicht gut.
Gut, können wir jetzt vielleicht Items klauen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich glaube nicht. So, die einzige Chance, die wir jetzt vielleicht haben, ist hier hinein. Jetzt klappt's auch, okay. Krass. Die sind sogar in den Zug eingedrungen. Verjagen wir sie. Alter, das kann nicht wahr sein. Haut ab. Wir haben noch irgendjemanden da. Oh. Das ist die Bedienstete. Die haben den Zugbegleiter. Schnell, hilf ihm. Wo ist er denn? Hier wahrscheinlich, weil hier die ganze Mega-Meute ist. Wahrscheinlich, oder? Oh. Oh ja. Jetzt hauen sie ab. Erstmal. Ja, danke, Mario. Danke für deine Hilfe. Als wir schliefen, da kamen diese Dinger. Da hatte ich Angst. Sie sind wohl durch die Fenster im Gepäckwagen eingedrungen. Sie haben noch immer viele Fahrgäste in ihrer Gewalt. Oh, die Armen. Alles klar, wir müssen nach draußen. Dann nach dem Rechten sehen. Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Vielleicht irgendwie... Ich hab mir vielleicht gedacht mit... Yoshi oder so, aber... Könnte schwierig werden. Ach, Moment hier mal. Jetzt habe ich eine Idee. Jetzt aber, komm. Sehr gut. Nichts wie raus, Freunde. Alter. Ist das krank oder ist das krank? Hoch hier. Haut ab. Ich will hier weiter. Ich habe das Gefühl, so wirklich weniger wird's nicht. Wobei so ein bisschen. Immerhin kommen wir ein bisschen weiter geradeaus, aber... Wo haben sie die ganzen Leute denn eingesperrt? Es kann nicht wahr sein. Flu! Was machen sie jetzt? Sie formen sich zu einem Ball? Sowas ähnliches. Wow! Tentakeln? Und da sind die ganzen Passagiere. Herr Jemini. Was sind das denn für Wesen? Wow, Mario, schau mal, da sind die anderen. Hilfe! Ja! Alter Falter. Flu! Also, wir müssen sogar noch kämpfen auf dieser tollen Zugfahrt. Das kann nicht wahr sein. Hätte alles so schön laufen können, aber irgendwie nicht so. So, ich würde sagen, Ultrasprung. Mit einem Ultrasprung angegriffen. Auf... Ach so. Auf wen denn überhaupt? Auf Fluffy direkt. Oh, boah, schwierig. Was? Kein Schaden? Okay, scannen wir erstmal den Fluffy. Das ist jetzt komisch. Das sind die Fluffys. Die kleinen Monster haben sich einfach zusammengetan. Maximal KP 50, Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Sie greifen mit Tentakeln an. Erledige die Tentakel, dann sinkt die Verteidigung auf 0. Dann kannst du dem Körper leicht Schaden zufügen. Aber nur so lange, bis ihm neue Tentakel gewachsen sind. Anscheinend erhöht sich die Angriffskraft, wenn die Fluffys ihre Form verändern. Aber anstatt hier zu diskutieren, sollten wir lieber die Passagiere befreien. Oh, das sind 4 Schadenpunkte. Schon krass. Immerhin kann sich Mario noch einigermaßen verteidigen. Okay, Freunde, ich habe jetzt mal folgende Idee. Ach verdammt, da will jemand Steine werfen. Nicht gut. Gar nicht gut. So. Wollen wir ganz kurz Haus tauschen? Und zwar Bartbomb brauchen wir jetzt. Wobei. Können wir auch die Dinger. Die Tentakel. Nee, doch nicht. Die brauchen wir gar nicht scannen. Die haben 4 KP, sehen wir gerade. Also Barbara wählen wir aus. So. Ein Feuerzauber. Das kann auf jeden Fall helfen. So. Alles klar. Jetzt auf jeden Fall ein Powerhauer.
für den Fluffy. Dips, Dips und Dips. 7 Punkte Schaden, sehr gut. Das läuft. Jetzt würde ich mal sagen, ein Schattenhieb obendrauf. Okay. Und da geht's wieder los. Aua. Tentakel greifen auch sofort wieder an. Ziemlich gemein. Verteidigen ist echt nicht so schwierig, wo man auch nicht sehen kann, wann genau die angreifen. Ach, verdammt. Ist schon sehr schwer abzuschätzen. Okay, ein weiterer Feuerzauber. Ist die beste Methode. Um da Schaden zuzufügen. So. Hauer, hauer. Wir brauchen jetzt gleich eigentlich schon mal wieder einen Pilz. Beziehungsweise einen Blüten-Dingensbummens. Aber erstmal jetzt volle Kanne angreifen natürlich. Hat gerade oberste Priorität. So. Schluck das, du Idiot. Och nö, das kann nicht wahr sein. Jetzt kommt auch noch Schatten hier, beziehungsweise Nebel ins Spiel. Das ist schon sehr ärgerlich und nervig. Oh, neue Form. Das ist schon krass. Ein so ein Fluffy macht ja eigentlich gar keinen Schaden. Aber so viele, 9. Das ist schon extrem. Okay. Ich habe jetzt mal folgende Idee, beziehungsweise habe ich doch noch nicht. Okay, machen wir folgendes. Wir tauschen sie aus gegen Bartomp. Und er setzt ein Item ein, und zwar ein Honigsirup auf... Egal wen, ist eigentlich ja total Wumpe. Aber in dem Kampf müssen wir zum ersten Mal schon etwas taktischer denken. Daneben, Gott sei Dank. So. Ich würde sagen, wir machen mal folgendes. Zuerst einmal Bartomp. Mit einer Powerbombe. Explosive Attacke, die alle Gegner trifft. Also müssen wir sehr oft A drücken. Ist aber kein großes Problem. 7 Punkte Schaden für alle. Und jetzt, weil wir es können, ein Power Ring für Fluffy. Und das dürfte es dann gewesen sein, eigentlich. Also große... Was? Nur ein Punkt Schaden? BTF. Ach, zwei. Wir müssen das ganze Teil umkreisen. Ist natürlich schon sehr schwierig. Und, hat's gereicht? Nö. Aber eine Bombe? Eine Bombe reicht jetzt aus, oder? Oh, ich Idiot. Ich muss ja A gedrückt halten. Es reicht nicht aus. Und es kommt nochmal natürlich wieder zur Bestrafung Nebel. Okay, Maxi Beben. Das... Trifft das dann? Sternattacken? Treffen auf jeden Fall, glaube ich, oder? Ich hoffe mal. Ich will die in der Runde hier besiegen. Dips, Dips, Dips und Dips. Dips, 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 Dips und Dips. Dips, 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 Dips und Dips. Dips, 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 Dips und Dips. Dips, 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 Dips. Und geschafft. Normalerweise. Ja. Sehr gut, wir haben es geschafft. 30 Sternpunkte. Das hat sich mal wieder gelohnt. Flu, Flu! Flucht, würde ich mal sagen. Und wir haben sie mal wieder gerettet. Vielen Dank! Wie hätten wir diese 3 Tage nur ohne dich überstanden? Wir sind dir so dankbar. Alle Gästen geht es gut. Das haben wir nur dir zu verdanken. Merci, Monsieur. Was wäre aus uns geworden ohne Fisch? Nein, ohne dich. Wusstet ihr eigentlich, dass er der berühmte Luigi ist? Also dann, wir kommen gleich in Bad Glimmerich an. Ihr solltet euch langsam zum Aussteigen fertig machen. Und nein, ich heiße nicht Luigi, aber er wird es nicht merken. Er wird es nicht lernen. Okay.
Bad Glimmerich, da sind wir. Freunde, wir haben es geschafft. Und es war fast gar nicht anstrengend. Düps, düps, düps. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um die Aufmerksamkeit. Der Zug wird in Kürze den Bahnhof Bad Glimmerich erreichen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt im Glimmerliner. Ja, es war nicht schlecht, aber sehr anstrengend. Da sind wir, Mario. Dieser Professor hat von einem Tempel gesprochen. Den sollten wir zuerst suchen. Machen wir das mal. Wir haben hier alles gemeistert und können jetzt Bad Glimmerich aufsuchen. Ich hoffe mal, dass das Schattenduo nicht vor uns da ist. Und Rumpel nicht zu vergessen, der ist ja auch noch da. Naja, mal schauen. Wird schon gut gehen, hoffentlich. So. Hier wären wir. Ich hoffe, du hast dein Power-Dingens nicht verloren. Mein Geschäftspartner ist noch nicht da, also besichtige ich den Ort. Natürlich zahlt das auch meine Firma. Hat er ein schönes Leben. Da sind unsere drei Bob-Oms. Wo gibt es denn hier Modelleisenbahnen? Sie haben es doch gecheckt. Wir werden uns sofort um Bronzemuts Geburtstagsgeschenk kümmern. Dann haben wir hier ein schönes Häuschen. Wo aber anscheinend niemand wohnt. Ah, dann nicht. Okay. Hier haben wir noch ein Häuschen. Kann man nochmal reinschauen? Ah, hier wohnt unsere Mademoiselle. Sei willkommen, mein Held. Diese Bahnfahrt war wirklich spannend. Und wie? Haben wir hier oben noch was? Ein Geheimnis vielleicht? In ihrem, ja, Schönheitskönigreich, aber nicht. Scheint nicht der Fall zu sein. Nö. Na gut. Liebe Freunde, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Dann werden wir hoffentlich den Tempel erreichen und dann mal gucken, das Sternewehl vielleicht irgendwie auffinden. Wir werden mal sehen. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht es gut.